Dem Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA wiederum gehen die jetzt beschlossenen Maßnahmen schon wieder zu weit. Dort ist man besorgt über die Regulierungspläne, aber ganz ohne Masken und Tests wird es vermutlich doch noch nicht gehen, oder? Ja, der Winter wird schon heftig werden, fast wie jeder Winter. 2017, 18, 16, 17 waren auch schwere Atemwegserkrankungswinter. Das wird auch jetzt kommen, in Deutschland auch noch mehr als in anderen Ländern, weil sehr viele Menschen noch nicht die natürliche Immunisierung haben. Und deswegen braucht man auch sicherlich Maßnahmen. Deswegen ist ein Infektionsschutzgesetz auch richtig und wichtig. Aber es muss natürlich auf den entsprechenden Evidenzen beruhen. Wo sind denn die Zahlen und Fakten, die belegen, dass ein Genesener nur nach 90 Tagen nach der Infektion noch richtig genesen ist oder dass jeder nur frisch infiziert ist nach 3 Monaten. Wo sind denn die Zahlen und Fakten, die belegen auch, dass die Masken in den Kindergärten oder in den Schulen eine Wirkung haben? Man hat immer noch Quarantäne und Isolationspflicht in Deutschland. Wo gibt es die Belege, dass die funktionieren? Also ich glaube, man muss etwas tun, aber die Menschen würden überzeugter sein, wenn man zum Beispiel den Sachverständigenausschussbericht auch verwenden würde, dort die Empfehlungen berücksichtigen würde und dann würde das Infektionsschutzgesetz vielleicht auch anders aussehen. Dass die DEHOGA sich jetzt beschwert, finde ich vernünftig. Wie viele Ausbrüche hat es denn gegeben in Restaurants? Bei größeren Veranstaltungen, im Einzelhandel. Im Einzelhandel sind keine Ausbrüche berichtet worden, die ganzen letzten 2 Jahre, bei Kunden oder bei Mitarbeitern. Bei Mitarbeitern im Einzelhandel wurde bei Untersuchungen immer gezeigt, dass die Häufigkeit von Infektionen niedriger ist als in der allgemeinen Bevölkerung. Also hier müsste man risikobewusst agieren und dass in den Restaurants und Gaststätten jetzt natürlich die Kunden dann zurückgehen, wenn sie geimpft sein müssen oder mit Maske kommen müssen, was ja sowieso in den Restaurants eigentlich unsinnig ist. Die 3 Schritte zum Tisch mit Maske, dann sitzen, sich laut unterhalten, trinken, vielleicht singen ohne Maske und dann zur Toilette gehen und nochmal die Maske tragen. Also das sind alles Dinge, die muss man sich genau anschauen in dem Infektionsschutzgesetz. Habe ich da aus dem ersten Teil Ihrer Antwort gerade eben rausgehört, dass das RKI noch gewaltige Hausaufgaben zu machen hat? Ach ja, ich würde das nicht alles über einen Kamm scheren. Das RKI hat natürlich einen großen Blumenstrauß an Dingen zu tun und viele sind auch sehr gut gelaufen. Man hat das RKI natürlich auch beschnitten. Es ist natürlich eine Bundesoberbehörde, die eigentlich auch viel freier hätte agieren können, die auch mehr Verantwortung bekommen sollte, den man auch nicht in die Beine grätschen sollte bei bestimmten Dingen oder dann ihnen die Schuld zu schieben vom Gesundheitsminister, dass man davon nichts gewusst hätte, was die machen und wurde eigentlich schon informiert worden. Ja, aber natürlich gibt es auch viele Mängel, vor allen Dingen bei der Datenbeschaffung. Die haben aber nicht erst während der Pandemie angefangen. Hier hätte man schon vorher das RKI besser ausstatten müssen, mit Ressourcen, mit Verantwortlichkeiten, mit der entsprechenden auch Bundesoberhoheit bei der Koordinierung. Und dann wären vielleicht auch einige der groben Mängel, die wir jetzt sehen, bei der Datenerfassung, bei der Datenanalyse, bei der Kommunikation nicht aufgetreten. Vielen Dank, Professor Stöhr, für diese Einordnung. Dankeschön. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Hat euch der Bericht gefallen? Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.